Hallo und willkommen bei uns auf dem Kanal. Heute geht es bei uns um Bärlauch. Wir machen heute unseren ersten Ausflug mit unseren Kleinen und haben gedacht, wir gehen ans Bärlauch sammeln, bevor jetzt dann der Bärlauch blüht und dann schmeckt er nicht mehr so gut. Hier haben wir eine Stelle letztes Jahr entdeckt, da ist massig Bärlauch, das geht bis da hoch und darüber. Also so viel kann man gar nicht pflücken und da wollen wir jetzt einiges absammeln und mit nach Hause nehmen und dann verarbeiten. Rezepte zeigen wir euch auch noch dazu, wie wir, was wir verarbeiten. Die Blüte machen wir auf einem Style und den Rest machen wir zu Pesto und auch so vielleicht mit dem Salat. Das zeigen wir euch dann alles, was wir draus machen. Bleibt dran und wenn ihr Lust habt, seid ihr dabei. Genau. Genau. Tschüss. Für unseren Garten ganze Pflanzen mit Wurzel rauszuholen und beziehungsweise auch Zwiebeln rauszusuchen. Aber so wie es aussieht, sind die Zwiebeln echt alle aufgegangen oder ich bin zu blöd, welche zu finden. Aber echt, also ich denke, man sollte außerhalb der Saison nach den Zwiebeln suchen und vernünftiges Werkzeug und nicht nur einen Stock mitbringen, um halt die Pflanzen auszugraben, weil bei uns hier zum Beispiel ist der Boden ziemlich fest und die Wurzeln sind echt, die ballern sich da recht in den Boden und es ist sehr schwer, da überhaupt ganze Stücken rauszubekommen. Darum das nur als kleinen Tipp nebenbei. Ja, der Moritz steht hier genau neben uns in seinem Maxicosi. Wir haben eigentlich so ein Tragetuch, aber wir glauben, dass er dafür einfach noch ein bisschen zu klein ist, weil er ja noch keine 3 Kilo hat und das ist uns jetzt noch ein bisschen zu unsicher. Deswegen müssen wir jetzt leider hier noch den Maxicosi nehmen. Ist natürlich schöner, wenn man dann mit dem Tragetuch vorne in der Brust hat. Dann kann man auch währenddessen arbeiten sozusagen. So bin ich halt jetzt die ganze Zeit hier bei ihm. Oder stelle ihn an mir nebenan, dass ich ein Auge auf ihn habe und ein bisschen pflücken kann. Aber bald wird die Zeit sein, da können wir dann mit dem Tuch durch die Gegend tragen. So, kurz noch was zur Verwechslungsgefahr. Pflückt den Bärlauch nur, wenn ihr euch sicher seid, dass es auch Bärlauch ist. Denn man kann den mit den Maiglöckchen verwechseln. Aber allein schon der Knoblauchgeruch ist eigentlich nicht zu verkennen. Und wenn man jetzt hier mal guckt, wächst hier jedes Blatt da quasi so einzeln aus dem Boden raus. Mit so einem Stiel. Und bei den Maiglöckchen ist es so, dass die Blätter quasi aus einem einzelnen Stiel kommen und dann sich so aufspalten in mehrere Blätter. Aber hier kann man das wirklich schön sehen.
dass jedes Blatt hier einzeln im Boden ist. Ja, das reicht eigentlich schon aus, um sicher zu gehen, dass es der Bärlauch ist. Am besten auch einfach mal so ein Blatt zwischen den Händen nehmen und zerreiben, so ein bisschen zwischen den Fingern. Und dann riecht man eigentlich schon den Knoblauchgeruch, genau. Und wichtig ist es auch, viele sagen ja immer, man kann den Bärlauch nur essen, solange er noch nicht geblüht hat. Das stimmt natürlich nicht. Man kann ihn auch noch pflücken und essen, wenn er schon geblüht hat. Nur ist er dann einfach nicht mehr so intensiv vom Knoblauchgeschmack. Ist einfach dann schon ein bisschen milder. Deswegen ist es natürlich ratsam, wenn man den einfach vor dem Blühen schon pflückt. Geht im Februar meistens schon los und kann, also wir haben letztes Jahr sogar noch im Mai gepflückt. Hier ist anscheinend alles ein bisschen später, aber da kann man auf jeden Fall öfter herkommen und ordentlich ernten. Ja, so viel zum Bärlauch. Und dann zoome ich raus zu dir sozusagen. So. Ja, das ist jetzt unsere Ausbeute. Haben wir ordentlich gesammelt. Hier haben wir noch so eine kleine Tasche, hier die IKEA-Tasche. Und jetzt geht's nach Hause und ans Verarbeiten. Bis gleich. Genau, und wir wollten noch sagen, zu der Menge, falls sich jetzt jemand fragt oder denkt, oh, da haben sie aber viel gepflückt, weil man soll ja oder darf ja nicht so viel mitnehmen. Andere gehen halt jeden zweiten Tag oder einmal die Woche Bärlauch pflücken. Und wir machen das Ganze eigentlich nur einmal, weil, wie gesagt, wir sind erst umgezogen und hier kennen wir jetzt noch keine Stelle, wo es Bärlauch gibt und sind jetzt da in unsere alte Heimat gefahren, extra. Und da haben wir gedacht, nehmen wir natürlich gleich ein bisschen mehr mit. Dafür war es das dann auch für dieses Jahr. Und wir haben einen guten Vorrat dann. Und deswegen denke ich, ist das in Ordnung. Und wie ihr beim Pflücken gesehen habt, da ist nicht so viel Bärlauch. Da kann man es niemandem wegpflücken. Wir wollen natürlich auch nicht so viel pflücken, dass den anderen dann nichts mehr bleibt. Aber wir waren letztes Jahr da mal im Mai dort. Recht spät. Und da selbst da war noch so viel dort, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir das irgendjemanden wegpflücken. Wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir das Video in mehrere Teile aufsplitten, wollen auch nicht, dass das Video zu lang wird, deswegen tun wir das einfach kappen. Zum einen das Sammeln und die ganzen Eigenschaften und dann wollen wir jetzt noch die Rezepte in extra Video packen, wie wir die Kapern machen und wie wir das Bärlauchpesto herstellen. Und deswegen dachte ich mir, erzähle ich euch jetzt kurz einfach mal noch ein bisschen was zu den Eigenschaften vom Bärlauch. Zum einen findet man den in feuchten Laub- und Mischwäldern, oft am Flussufer oder so an Bächen wie bei uns heute. Was macht den Bärlauch so besonders? Kurz zu den Merkmalen. Der kann nämlich eine ganze Menge. Er ist zum einen antibiotisch, schleimlösend, entzündungshemmend, blutreinigend. Er senkt den Cholesterinspiegel, senkt den Blutdruck und so weiter und so fort. Und das Tolle ist, der ist kostenlos, also man muss nur raus in die Natur gehen, man kann sich den selber pflücken, man muss kein Geld dafür ausgeben und der ist einfach super für die Gesundheit und deswegen lege ich euch ans Herz oder wir euch ans Herz, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Vielleicht findet ihr eine Stelle, wo ihr jedes Jahr wieder hingehen könnt und euch euren eigenen Bärlauch pflücken könnt. Kurz noch zu den Inhaltsstoffen. Bärlauch enthält viel Vitamin C, Eisen, Magnesium, ätherische Öle und Chlorophyll. Ist also besonders gut zum Entgiften geeignet. Und was mir gerade noch einfällt, es tut zum Beispiel nicht den Körpergeruch beeinflussen wie Knoblauch, also man riecht nicht den ganzen Tag danach. Das Coole ist, aus dem Bärlauch kann man eine ganze Menge machen. Also wie wir kann man das Pesto machen, man kann aus den Knospen diese Kapern machen, man kann Butter herstellen, man kann so eine Gewürzpaste machen. Ich habe sogar gesehen, man kann da irgendwie ein Salz draus machen.
oder halt ansalzen und hintun. Man kann den einfach so im Salat schnippeln oder einfach so zu jeder Mahlzeit mit dazu tun. Man kann eine Suppe machen, also man kann da wirklich ganz viel damit anstellen und wie gesagt, das ist super gesund. Ja, falls euch das Ganze interessiert, schaut auch mal in die anderen Videos rein, wo wir den Bärlauch verarbeiten, eben zu Pesto und zu den Kapern und auch wie wir den Bärlauch versuchen in unserem Garten zu kultivieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ne? Der Papa hat schon jetzt die ganze Arbeit erledigt.